So, heute sind wir im Schloss Thurn, Leute. Die ganze Weinplantage. Gesehen hat, war er so verzaubert bei ihr, dass er ihr ein Schmutzel geben hat müssen. Es sei denn, sie da davor aufgewacht ist. Auf alle Fälle haben die zwei geheiratet und waren ihr ganz Leben glücklich bei. Seinem Hauptmann erzählte der Räuber, in dem Haus seien Gespenster. Und so konnten die Stadtmusiker von nun an in Frieden leben. So, das war jetzt erstmal der Märchenwald im Schloss Thurn. Sehr cool für Kinder. Nee, Mila. Du fällst so runter. Nee. Schauen wir nach rechts. Aber wenn wir jetzt mit der fahren, ist ja blöd. Nee, wir fahren nicht mit der. So, als nächstes gehen wir in die Westernstadt. Das ist richtig Nebel, schau mal. Nochmal geschafft.
Hier müssen wir erst mal bleiben, dann bis 12.15 Uhr. Hier findet die Show dann statt. Richtig schöne Westernstadt. Mit Saloon. Grillroom. Kaffeehaus. Und Dino Lino Slushy. Das sind alte Indianer-Klamotten und Cowboy-Klamotten. Das ist ein Schmuck gewesen. Waffen. Mäuse, ja. Cool. Mensch, da hat jemand zwei Wäsche aufgehängt. So, 500-Jahr-Feier, unser Kleinstadt. Geht's euch allen gut? Ja! Sehr gut. Viele Bekannte, einige unbekannte Gesichter sehe ich schon. Moment mal, dich kenne ich ja noch gar nicht. Bist du neu in der Stadt? Kennst du die Geschichte dieser Stadt? Nein, dann werde ich sie euch alle zur Feier des Tages nochmal erzählen. Ja, Freunde, alles begann vor ca. 500 Jahren. Genau hier, mit einem kleinen Brunnen und einer kleinen Ranch. Die wurde betrieben von Mr. Wilson, seiner Tochter Mary und einem alten Freund der Mexikaner. Da ist sie, unsere Mary. Ja, Freunde, was glaubt ihr? Hat Mary die Unterschrift bekommen vom Bürgermeister? Nein, denn Mary war kein richtiger Cowboy. Und laut Gesetz durfte nur ein richtiger Cowboy eine Ranch führen. Er musste gut schießen, gut reiten und eine Ranch verteidigen können. Und all dies konnte unsere Mary leider nicht. Also fragte Mary jeden, den sie kannte, ob er vielleicht hilft. Fragen wir mal alle gemeinsam, wer unter euch ein richtiger Cowboy, der Mary helfen würde. Ja, Freunde. Und so kam eine seltsame Gestalt in die Stadt. Mary war hoch erfreut. Sie fragte ihn gleich, wie er hieß. Sein Name war Jim und er war auf der Durchreise. Mary fragte Jim, hey, sag mal, kannst du vielleicht schießen? Nein. Kannst du reiten? Auch nicht. Kannst du eine Ranch im Faustkampf verteidigen? All dies konnte er leider nicht. Mary fragte ihn aber, du hast dich doch gemeldet. Ich dachte, du willst uns helfen. Du bist ein richtiger Cowboy. Er wollte sich nur ein Brot ein wenig erfrischen, was er schließlich auch tat. Ja, dieser Billy hatte schon lange ein Auge auf die Ranch geworfen. Nur nachdem Mr. Wilson tot war, dachte er, er hat leichtes Spiel. Jetzt gehört die Ranch uns ganz alleine. Mary und Billy konnten sich nicht einigen, also fragte man die Einwohner. Wer ist dafür, dass Mary die Ranch bekommt? Sehr gut. Und wer ist für Billy? Ein Unentschieden. So war es früher auch schon. Also mussten beide eine Prüfung ablegen. Wer ist der bessere Cowboy? Oh, ein Schuss, ein Treffer. Zweiter Schuss, zwei Treffer. Drei Schuss, drei Treffer. Besser geht's ja gar nicht. Nun unser Jim.
Na, hoffentlich erschießt er sich nicht selbst. Dann ist die Geschichte aus. Aber soweit ich mich erinnern kann, der erste Schuss traf das Schild. Der zweite die Fahne. Und der dritte das Schwarzpulver. Damit stand es. Gib mal das Schild! Los geht's! Barry feiert ihn an, hör schön! Das tut weh. Aber komm, den schaffst du! Rechts, links, und! Ding dong! Komm schon, der ist ein bisschen älter. Ja, Jim, hör schön! Das sollte er nur unter Beweis stellen. Naja, hoffentlich erschießt er nicht dich. Und? Wow! Schuss und Treffer, sehr gut! Billy meinte, hey, willst du noch ein größeres Ziel? Wir wollen etwas ganz Spezielles sehen. Und Jim zeigt ihm etwas ganz Spezielles. Jim, etwas ganz Spezielles. Und wir zählen alle ganz laut bis drei, alle gemeinsam. Und eins, zwei, drei. Wow! Volltreffer! Doch das war diesem Billy nicht genug. Er sagte, hey, ich will ein Duell, mal schauen, wer der schneller von uns beiden ist. Wer hat den feuchten Avanz, wird es den Jim schaffen. Und? Wow! Ach, das Duell gewann er. Auge in Auge. Billy fordert ein Duell. Der Sieger bekommt die Rage. Barry hatte furchtbare Angst. Die Welt wird sie nicht schaffen. Doch, dieser Billy hatte leider keine Munition mehr. Aber Jim war ein Ehrmann. Er sagte, gut, kämpfen wir. Wie richtige Männer mit dem Messer. Und die Einwohner, die feuern ihn an, los, Jim, das schaffst du auch noch. Ja, feuern ihn an, los, Jim. Mary war mächtig stolz auf ihren Jim. Aus ihm ist tatsächlich ein richtiger Cowboy geworden. Und jetzt zeigt er es diesem Billy. Los, feuern ihn an, Freunde. Ja, los, Jim. Gib alles. Hat mit Mary, ihrem Mann Jim, ihren alten Freund der Mexikaner, ein neuen Friedhof. Hey, wir sind fertig. Und Billy hat seine Pappe! Das war die Western Show. Die Western Show, Billy Winnie, Winnie Winnie Bo. Ja, Freunde, das war die Western Show 2023 hier bei uns im Schöner.
So, jetzt geht's ins magische Tal. Wir gehen jetzt. Das ist gut. Jetzt sind wir schon bei den Rittern. Oh, du alte Hexe. Die hat dir zugezwingert. Wer hat eine Idee? Was fällt euch auf? Keiner eine Idee? Genau, sie haben verschiedene Waffen, sie haben aber auch verschiedenfarbige Gewänder, damit sie im Kampf voneinander zu unterscheiden sind. Da die Rüstungen sich sehr ähneln, sind diese nur schwer im Kampf voneinander zu unterscheiden. Und nun zu den Waffen. Welche Waffen könnt ihr sehen? Welche Waffen haben wir da? Eine Kerbe, diese dient nicht dazu, dass das Blut abfließen kann. Sie ist lediglich dafür da, dass das Schwert weniger Gewicht hat und einfacher im Kampf zu führen ist. Darunter befindet sich die sogenannte Karierstange, dann kommt der Griff und der Knauf fürs Gleichgewicht. Es gibt Einhandschwerter, Eineinhalbhandschwerter und Zweihandschwerter. Und nun möchten wir verschiedene Schläge mit dem Schwert vorstellen. Ihr seht zunächst das sogenannte Schlagen. Auch mit dem Knauf oder der Parierstange möglich. Das sogenannte Stechen. Das Schneiden, das Schützen und zu guter Letzt das Entwaffnen des Gegners. Jubel und Applaus! Und nun ein Schwertkampf für euch. Tretet ein wenig zurück und feuert unsere Ritter an. Jubel für sie! Haben sich die Rüstungen verbessert. Ein Moment. Geduldet euch kurz. Aber jetzt feuert sie an. Wenn es euch gefallen hat, kommt um 15 Uhr wieder, da findet hier in der Arena unser Club. Thank you.
Ciao, Mila. Mila! Und ich bin auf der Suche nach. Ja, dann such mal schön weiter. Ich hab dich schon gefunden. Nee, Tanja, kommt sie? Ja, sie kommt. Nicht beachten, wenn sie mich sehen, sehen sie uns auch nicht. Das meinst du auch nur du? Natürlich, hallo. Hallo! Hallo, Schreinchen! Kommst du bitte? Und es geht leider nicht. Warum? Ich bin heute mit Tanja da. Hallo, Tanja. Du darfst Tanja zu Tanja wieder zurück. Tanja hat mir 5 Euro geboten, wenn ich hier bleibe. Hat sie das? Ja, hat gerade auf 10 erhöht. Nee, ja. Sehe ich jetzt 2 bis 3. Oh, dann nehme ich 10 bis 3. Also? Mit dir bis 3 zählt, da ist nicht mit ihr zu spaßen. Ja, so, richtig. Tanja, wir sehen uns. Hey, großer, gönne zu dir? Hi, Dennis. Okay, ich gehe lieber wach, der guckt schon ganz komisch. So, hier muss ich durch. Hoffentlich komme ich da. Jo, aber gerade so. Hallo, Schraubchen. Hallo, Dino. Da bist. Wie geht's dir? Mir geht's doch immer gut. Wie geht's? Oh! Ja! Cool! Siehst du, wir können gehen. Nein, wir haben noch 2 Seiten. 2? Ja. Einmal die böse Seite für die bösen Ritter. Böse Seite. Und einmal die gute Seite für die guten Ritter. Oh! Okay, welche Seite willst du? Ich nehme natürlich die gute Seite für die guten Ritter. Na gut. Dann nehme ich aber die böse Seite. Ich hab die richtige. Fang mal an, wir schauen mal zu. Okay. Guck mal, ich hab sogar Papi ohne Haare. Gute Seite, ihr habt's gehört. Wir hier auf der guten Seite brauchen ein richtig tolles, vor allem lautes Publikum. Hab ich schon. Seid ihr bereit dafür? Ja! Yeah! Freunde, das war viel zu leise. Also nochmal. Seid ihr bereit dafür? Ja! Okay, bei 3. Dürft ihr alles. Oh, ihr dürft alles. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch auch rübersetzen, dann ist sie alleine. Nein, ihr dürft jubeln, klatschen, also. Trampeln, schreien. Es muss und soll sogar richtig leer machen. Also, bei 3 legt ihr alle los. Wow. 1, 2, 3 und jubeln! Spitze. Was war das? Was? Dankeschön. Bist du fertig? Ja. Ich meine aber, wir haben nichts gehört. Du bist ein Angeber, Dino. Leg los. Okay, pass mal gut auf. Ich pass auf. Und halt dein Kleidchen gut fest. Mein Kleid? Warum mein Kleid? Sonst bist du nackig vom Schall. Ist nicht lustig. Moment, sieht die aus wie ein Toastbrot, das nur der Rand braucht. Entschuldigung. Freunde, aufgepasst, jetzt lassen wir mal die Sau raus, okay? Wir sind die Bösen, denen da drüben Zeit wird, ja? Tut, was ich sage, dann kann nichts passieren. Bei 3 dürft ihr rufen, schreien, klatschen, trampeln, pfeifen, alles, was leer macht. Ihr dürft bei mir eure Kinder sogar hochschmeißen. Nein! Dino, nochmal. Wieso nein? Das ist viel zu gefährlich. Ja, okay, aber das sind ja nicht unsere Kinder. Nein! Okay, in der letzten Reihe ein bisschen aufpassen, sonst ist es ganz weg. Musst du wieder rausholen, ist blöd. Es geht los. Ihr da drüben auch, hallo? Cool. Ah, guck mal, die Muppet Show. Kermit winkt auch, hallo? Freunde, aufgepasst, jetzt lassen wir die Sau raus. Konzentration. Als erstes, aufgepasst, wollen wir alle gemeinsam ganz tief Luft. Nein, wenn ich sag... Thank you.
Schaut, da ist die Prinzessin. Sprecht sie an. Nein, sprecht ihr sie an. Seid gegrüßt. Was führt so eine wunderschöne Prinzessin an so einem wunderschönen Tag in diesem wunderschönen Garten? Dürfte ich euch bei eurem Austritt begleiten? Wenn ihr ein Minnesänger wärt, dann würde ich darüber nachdenken, meinen Beruf zu wechseln. Hört her, ich zeige euch, wie es geht. Prinzessin, eure Eltern müssen Diebe gewesen sein. Sie haben dem Himmel die zwei schönsten Sterne gestohlen und eure Augen daraus geformt. Also mit dem Spruch lockst du keine Maus hinterm Ofen vor. Der ist schon so alt. Nun, meine werten Herren, wie ich höre, seid ihr keine Männer der großen Worte. Der Geschichte zur Seite. Und jetzt schweigt, ich muss mich konzentrieren. Mornie! Otulie! Mornie! Alantie! Und Hagen von Dresden! Ja. Und hier
Der Nächste.
wir treffen wir uns nachher. Er liegt noch im Sattel. Und auch im Raum, wie er weiterkämpfen kann. Er kämpft weiter. Applaus für Adler! Ihr schämt euch gar nicht, ein Mann am Boden. So, und das war unser Ausflug in den Schloss Thrun. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Tschüss!